Servus, ihr Wutzkis. Servus, ihr Schlawutzkis. Ja, das habe ich gesagt. Heute fliege ich den, ach, hier ist Knochen übrigens, den SB2M 100 Bomber. Ich habe hier rundherum, also vorne, hinten, also oben und unten, je 7,62er MGs und habe 600 Kilo Bomben. Das ist eigentlich ein cooler, das ist der erste verfügbare Bomber, glaube ich, hier bei den Russen. Man sieht hier auch schon, Nimrod, alles dabei. So, hier gibt es keine Basen, also gehe ich runter, denn alles andere ist unsinnig. Wie lange soll ich mich da aufhalten eigentlich, ja? So, Schiff habe ich auch schon probiert, aber es war ein bisschen blöde für mich. Das lohnt sich nicht so richtig. Ich habe schon öfter, beziehungsweise mein Heckschütze oder die Heckschützen, schon öfter Flugzeuge abgeschossen. Also es lohnt sich. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was ich eigentlich für Munition drin habe, oh, die OS-2U. Ja, von denen wurde ich auch schon mal weggeballert. So, ich nehme jetzt alles mit hier. Hoffe ich jedenfalls. 6 Bodeneinheiten immerhin. Ich habe jemanden hinter mir. Er ist ziemlich wendig. Ich finde, der ist ziemlich wendig. P26 fliegt auf mich zu. Das will ich so nicht zulassen. Und irgendwas anderes fliegt da auch noch. So Drecksgedöns. Ne, das ist die P26. Das ist die P26. Ich werde ein bisschen Gas geben hier. Ich hoffe, dass die abgefangen wird. Klebt jetzt im Moment nicht an mir dran. Also ich kann hier weiter schön bomben. Man sieht doch, wie lange die P26 sie eigentlich hält, obwohl sie von 3 Leuten belagert wird. Und ich auch noch raufgeschossen habe. Okay, da kommt die Key. Ich muss die Bomben loswerden, sonst bin ich einfach viel zu langsam. Und ich will zu meinen Leuten hier. Okay, ich sehe gerade, der wurde abgefangen. Aber er fliegt weiter, glaube ich. Oh, 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 oh. Okay, hier ist das Flugfeld. Da will ich nicht gerade hin, denn ich wurde auch schon ein paar Mal von der Flak abgeschossen. Und die Key kommt wieder. Geh mir doch auf den Sack, Mann. Oh, P26 schon wieder. Ich hab's nicht einfach hier. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich hier nur vor mich hingammel. Schon wieder Bomben, die ich loswerden muss. Oh Gott, ey. Es ist natürlich so, dass wenn ich so fliege, wird der Schütze nicht allzu viel treffen. Und da ich hier kein Hedgehog-Bomber fliege. Irgendein Flugzeug ist da hinüber. Geginktet. Okay, mein erster Treffer hier. Man muss natürlich schon ein bisschen in Bewegung bleiben. Okay, meine Jungs steigen wieder ein. So, Kontrolle übers Heck verloren. Kilo Whip Feuer! Abschuss Hilfe! Naja, was hätte er auch machen sollen, ne? Was hätte er auch machen sollen? Gibt es noch Bodeneinheiten? Die sind eigentlich noch alles voll, nur ich sehe gerade eigentlich nichts richtig. Oh, hier vor mir. Okay, ist weg. Hier sind auch noch welche. Aber was interessiert mich jetzt eigentlich, diese scheiß Bodeneinheiten? Da ist schon wieder eine Key, aber ich weiß nicht, welche das ist. Also ob es der Typ ist, der mich die ganze Zeit verfolgt hat. Oh. Kritische Geschwindigkeit. Wieso eigentlich? Ganz klar, Bomben, das muss raus. Ja, jetzt hängt er mir natürlich an der Backe hier. Ich muss echt mal wieder ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Kleine Hawk hier. Oh, nicht reinknallen da. Gut, ich lasse ihm die Hawk. Abschusshilfe. Die kriegt man natürlich häufig hier. So, fliegt eine Key auf mich zu. Nicht wirklich.
Mein Schütze lädt nach, das gibt's noch nicht. Jetzt kann ich natürlich keine Bomben abwerfen. Alter, lad nach, Junge. Das ist ein Grumman. Mission erfolgreich. Und den 13. Platz geschafft. Alter, wieso braucht er so lange zum Nachladen? Ich verstehe das nicht. Ach so, ich habe geschaut. Da stand eigentlich 6,75 Sekunden. Aber das war für die Hackkanzel, wenn ich mich recht entsinne. Müsste ich gleich mal nachschauen. 13. Ich finde, ich habe was geleistet. Wieso bin ich da 13.? Täusche ich mich? Oder war das früher so, dass wenn man in Fight war, das auch berechnet bekommen hat? Kann ja nicht sein. Ich habe ja die ganze Zeit geschossen. 13. Dann mach ich fertig, ey. So, ich guck nachher mal, ob es die Heckkanzel war. Ich glaube, es war die Heckkanzel. Oder die Heckkanzellen. Albion im Nebel, schon wieder Bodenangriff. Jetzt sind es aber keine leichten Fahrzeuge, wie ich gerade gesehen habe. Aha. Ich habe das ja noch drin, weil ich mit Kaiser Franz mit Anja mal gespielt habe und sie ist einfach noch nicht über... Doch Battle Rating 2 hat sie auch schon, glaube ich, ein Flugzeug oder so. Gut, das ist natürlich nix. Ja, wird das nochmal was hier? So. Gepanzerte Ziele, was gab's hier? Auch hier gehe ich wieder runter, weil das sind alles so Karten jetzt, gerade in diesem Low-Bereich, wo man einfach gar keine Basen hat. Und ich könnte natürlich die Pillbox, also die Flak-Stellung, die könnte ich natürlich aus der aus jeder Höhe bebomben. Aber das lohnt sich für mich, weil da kriegt man auch weniger Punkte. Die meisten Punkte gibt es halt für die fahrbaren Flaks, für die Bodeneinheiten, ne? Fahren natürlich ziemlich weit auseinander. Die da fahren ein bisschen. Das ist eigentlich ein besseres Ziel. Wie ist der? Kurduppel. Was ist ein Name, ey? Meine letzte. Insgesamt 5 Bodeneinheiten. Heinkel fliegt auf mich zu. Kann sich mal schön verpissen hier. Hat man schon gemerkt, hat gar keinen Bock drauf gehabt. Oh, oh, oh. Was sie auch oft machen, wenn sie eine längere Zeit hinter einem fliegen. Die haben so gar keinen Bock weiterzuschießen und rammen dich lieber weg, anstatt sie ihr Flugzeug behalten. So, jetzt werde ich ganz schön verfolgt hier. Mittleres Fahrwerksblatt. Da fliegt er weiter ohne Probleme, Junge. Ich hoffe, dass mein Brand gelöscht wird. Ich kann natürlich jetzt... Nee, der wird nicht mehr gelöscht. Ja gut. Gegen eine Heinkel 112 kannst du ja nicht viel machen, ne? Ich habe das schon gehabt. Der Brand wurde gelöscht. Allerdings wurde ich da nicht angegriffen und hatte die Möglichkeit, natürlich den Schub rauszunehmen. Dadurch hat sich das Leck geschlossen. Und der Brand wurde halt auch gelöscht dadurch, ne? Das ist ja logisch. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Ey, die haben teilweise Namen, da fällt mir überhaupt nichts ein. Da fällt mir überhaupt nichts zu ein. Die Chippy, was ist das, ey? Der Juka 87 muss nicht unbedingt eine Stuka sein. Wieder ein Kanonenvogel sein, obwohl Kanonenvogel ist, glaube ich, ist höheres Battle Rating. Obwohl, das würde schon hinkommen. 1,7 auf 2,7 gibt es, glaube ich, den Kanonenvogel. Sollen wir einfach nicht auf die Zwiebel gehen, dann ist schon gut.
Ja, habe ich ihm wahrscheinlich geklaut. Würde er sich jetzt wohl denken, das war meine Mann. Okay. Wieder so eine Schmeißfliege hier hinten dran. Der Vorteil ist eigentlich, dass das Ding echt so wendig ist. Das kriegst du mit keinem anderen hin, so, ne? Mit diesen kleinen Schrabbelteilen hier. Scorpion, come on, get it. Ja, du bist so ein dämlicher Wichser. Echt. So armselig. Du bist so low, Alter. Aber wir haben eh gewonnen. Trotzdem, ey, das für, ich hasse RAM, ey, echt, das ist so armselig. Wow, was war das? Egal, wir haben gewonnen. Was soll ich hierzu sagen? Ihr habt ja gesehen, braucht man nicht allzu viel Worte drüber verlieren. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder, vielleicht bin ich schon Zwölfter. Vielleicht bin ich jetzt Zwölfter. Das wäre natürlich geil. Wie auch immer, danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo. Wird mir helfen. Euch tut's ja nicht weh, kostet ja auch nichts, wa? Denn bis zum nächsten Mal, haut rein, horido und ciao, ciao.